Diese Wellness-Oase scheint nicht ruhig genug zu sein. Tiere, Banditen und diese Einheimischen. Ich denke, wir haben die Gastfreundschaft überbeansprucht. Daher solltet ihr euch beeilen. Und du, Artyom, solltest da draußen vorsichtig sein. Anna fühlt sich nicht gut und es tut ihr nicht gut, sich jetzt auch noch um dich sorgen zu müssen. Nun, ich denke, das verstehst du. Also, mach dich bereit. Also? Dann lasst uns loslegen. In Ordnung. Ich hebe es an und du schlüpfst durch. Na los, die Scheiße ist echt schwer! Jetzt sie alle tot sind. Feindtiere, jetzt sie alle töten. Einer nach dem anderen. Oh, heilige Flamme, warum lohnst du ver... Ich nicht sterben will. Noch nicht. Nicht heute. Ich leben will. Nicht mehr Krieger sein will. Ich arbeiten. Immer arbeiten. Nur leben lassen, heilige Flamme. Oh!
Stolz ist schwach, Schwächter, genau wie du. Na, ich wünsche, Feind kommt her. Aber Sorgen gemacht. Ich habe gute Neuigkeiten. Der Tank ist voll. Genau das, was wir brauchen. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen. Wir können ihn nicht rausbringen. Herr Oberst, Damir hier. Wir haben den Tank gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Handelt entsprechend. Siehst du? Das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Aber wie kommen wir dahin? Oh, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Meine Herren, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Respekt vor eurem Mut, aber es wäre eine Vergeudung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer? Komm hier hoch! Wir müssen etwas besprechen. Hör nur, wie dieser Mistkerl redet. Jetzt zeigt er ein völlig anderes Gesicht. Aber wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten. Öffnet das Tor und lasst unseren Gast herein! Komm hoch! Wir fassen dich nicht mal an! Es sei denn, du möchtest das.